Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien ist die Anteilnahme weiterhin groß. Mittlerweile sind ja mehr als 50.000 Menschen ums Leben gekommen. Aber viele wollen auch weiterhin helfen. So auch der VfR Mannheim. Entsprechend gibt es heute nämlich ein Benefizspiel gegen den SV Waldhof Mannheim. Das Ganze unter dem Motto: Helft uns zu helfen. Tickets gibt es dann ab 5 Uhr an der Abendkasse. Um 19 Uhr geht es los. Also wer will, darf da natürlich auch noch mehr spenden. Alle Einnahmen, die sind für den guten Zweck und gehen an die vom VfR Mannheim organisierte Spendenkampagne. Ein Mitglied des VfR ist aktuell auch in der Türkei, versucht Tag und Nacht Menschen vor Ort zu helfen. Auch hier soll entsprechend die Kampagne ansetzen. Kann man sich vorstellen, dass der Derby-Charakter da heute eher zweitrangig ist. Michel Teuke ist vor Ort, also eine knappe Dreiviertelstunde ist es noch bis zum Anpfiff. Merkt man dann schon den Support am Rand? Sind die Leute schon da? Leider ist noch nicht so viel los, aber die Abendkasse hat auch doch erst um 18 Uhr eröffnet, also ist noch nicht so lange auf. Deswegen hoffen wir, dass noch ein bisschen mehr Support kommt. Auf jeden Fall hat der Waldhof Mannheim eben schon mal einen Spendencheck in Höhe von über 6.000 Euro überreicht. Und einer, der genau weiß, wie wichtig dieser Abend hier heute ist, das ist der Sportvorstand des VfR Mannheim, nämlich Serkan Subari. Herr Subari, wir haben uns vorhin schon mal ein bisschen unterhalten und Sie haben mir auch erzählt, dass Sie selbst noch Familie, Angehörige in einem betroffenen Gebiet in der Türkei haben. Also was bedeutet auch dieses Spiel für Sie hier heute Abend? Das Spiel bedeutet mir wirklich sehr viel, aus vollem Grund, genau weil meine Familie aus der Region kommt, die betroffen ist. Und wir versuchen natürlich im Rahmen unserer Möglichkeit da zu unterstützen, wo es nur geht. Und als die Ereignisse stattgefunden hatten, stand ich erstmal da. Man wusste nicht, was man tun sollte. Man wollte helfen, irgendwie am besten gleich runterfliegen. Aber jetzt haben wir uns natürlich mit meinem Vorstandskollegen Boris Schaumann überlegt, was können wir hier vor Ort machen. Und dann haben wir den Waldhof Mannheim kontaktiert. Und Waldhof Mannheim hat freundlicherweise relativ zeitnah zugesagt und hat auch ihre Unterstützung zugesagt. Ja. Bevor wir zwei weiter uns unterhalten, würde ich gerne den Zuschauern einmal zeigen, dass hier gerade die Spieler des VfR Mannheim auf den Platz laufen und sich schon mal warm machen, also die Akteure des heutigen Abends. Und ein weiteres Mitglied ihres Vereins wurde auch, hat schwere Schicksalsschläge durch dieses Erdbeben eben auch erlitten und war auch selbst in der Türkei schon vor Ort. Was berichtet er? Wie ist die Lage aktuell? Also ich stand tatsächlich mit ihm auch die letzten zwei Wochen in Kontakt telefonisch. Er kommt aus der gleichen Region wie meine Familie auch. Er hat Verluste, Todesopfer in der Familie. Und die Situation war für uns unvorstellbar. Also die Grundversorgung ist von heute auf morgen ist komplett zerstört worden. Die Menschen haben ihr Dach über dem Kopf verloren. Essen, Trinken, Brot, Wasser ist nicht da in der Kälte. Das kann man sich hier nicht vorstellen und auch nicht in Worte fassen. Wie geht's denn nach dem Spiel heute Abend hier weiter für Sie auch persönlich und wofür werden die Spendengelder dann benötigt? Also wir werden natürlich jetzt erstmal die Kampagne noch eine Woche, denke ich, fortsetzen hier vor Ort bei uns. Und ich habe vor, mit dem Freund und Kollegen von uns gemeinsam dann in die Region runterzufliegen und die Spenden, die wir natürlich hier einsammeln, freundlicherweise von unseren Unterstützern, dort direkt vor Ort einzusetzen mit den Behörden. Ich bin auch schon in telefonischem Kontakt mit den jeweiligen Behörden. Wir wollen versuchen, dort richtig direkt den Menschen vor Ort an der Straße zu helfen. Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg und jetzt erstmal ein schönes und spannendes Fußballspiel für den guten Zweck und damit zurück ins Studio. Danke, Michelle. Jawohl.